Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Hier ist der Guild Kaios mit dem Kevin Kupferknospe am Start. Und wir wollen mal ein bisschen questen jetzt. Jetzt geht's wieder rund. Nein, Quatsch. Das wollen wir nicht. Wir müssen mal gerade in eine andere Sphäre gehen. Denn es wird hier gerade ein bisschen ruckelig. So, schon wesentlich besser. Carpe Diem Quest, ja. Ich hatte mir das so schlau und schön ausgerechnet, wie ihr schon gesagt habt. Man muss die Quest tatsächlich in einem machen, bevor die verschwindet. Das heißt, ich hatte die zwar angefangen, die Carpe Diem Quest, Folge 269, kann sie aber nicht zu Ende machen, weil ja die Tage vorbei sind. Man muss sie in einem machen. Und da sich diese Quest bis nach Azteca erstreckt, wo ich ja noch nicht hin kann, ja, wird das alles noch was dauern. Oder? Ne, hier ist nichts bei, ne? Was hier irgendwie danach aussieht. Nein, ist nichts bei. Schade, schade, schade. So, hier gibt es auf jeden Fall viel zu tun. Wir wollen aber jetzt nochmal nach Grizzleheim, bevor ich wieder nach Muhong gehe. Wir gehen in die Mirkholm-Feste und sprechen mit Herkir. Denn Muhong haben wir jetzt zuletzt zu Genüge gemacht. Und ich habe jetzt gerade mal keine Lust auf Muhong. Muhong, Muhong, Muhong. Oh, da kommt noch viel auf mich zu. Scheiße, ey. Leute, hier in Folge, ach, ich weiß es nicht, wo ich mit dem Gamesoda zusammengespielt habe, wo wir den geheimen Endgegner, den geheimen Zwischengegner besiegt haben. Das war schon ziemlich heftig. Und wenn er sagt, ja, das ist so ein Level 80 Gegner ungefähr, denke ich, wow, was kommt denn da noch auf mich zu, wie heftig die auch sind, ne? Starten direkt mal so mit 7, 8 Super Pips, ja. Zack, direkt der erste Angriff so richtig heftig. Und die, und wow, also da kann ich nur mit den Füßen wackeln, wenn ich das sehe, denn das Spiel wird echt schwer. Noch. Aber bis dahin tasten wir uns langsam heran. Wir haben ja zum Glück genug Freunde inzwischen, wenn wir mal nicht weiterkommen. Und ich bin ja immer noch, immer bereit, etwas zu lernen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mit Herkir sprechen. Und wir wandern wieder hier durchs Kriegsgebiet. Vorbei an den ganzen Werwölfen. Naja, Werwölfe sind es eigentlich nicht. Es sind nur Mondläufer. Späher. Was ist das denn hier? Irgendeine verlassene Höhle. Naja, verlassen wahrscheinlich nicht. Zwischendurch war ich übrigens mal aus Versehen bei irgendjemandem. Hab dem geholfen. Ich glaube, es war in... nicht Grizzleheim, sondern in... Winterschreck ist es auch nicht. Wintergrimm. Wintergrimm heißt es. Wo ich dagegen jemanden gekämpft habe, mit dem aus Versehen, aber das war eher blöd. Das war offscreen, das war ein dummer Zufall. Kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe dafür nichts Besonderes bekommen, habe gegen irgendeinen Zwischengegner gekämpft, gegen den ich später ohnehin auch nochmal kämpfen muss, wenn ich so weit bin, ne? So, sind wir jetzt bald mal hier durch? Mann, ist das eine Latscherei wieder, oder? So, wir befinden uns jetzt hier mittendrin. Ich weiß gar nicht, wann wir hier waren. Ich glaube, das war bei einem großen Treffen oder so. Kann das sein? Ist ja auch schon ewig her, dass wir hier waren. Das ist gefühlt ewig her. Naja. Was steht da? Grendel Würzling? Würzling, Tatsache. Ist ja ekelhaft. Wer kippt sich die denn in die Suppe? Wenn die ganze Zeit hier so rumwackeln. Heulender Klagegeist. Oh, musst du heulen. So, Herkir, kämpfst du? Bist du böse? Nur wenige sind mutig genug, mit mir zu sprechen. Was willst du? Ich weiß alles, Fremdling.
Geheimnisse eröffnen sich mir ohne Widerstand. Du bist wegen des Staubs der Enthüllung hier, nicht wahr? Wenn ich ihn dir geben soll, musst du erst etwas für mich tun. Ich bin hungrig und vom ganzen Geheule habe ich Kopfschmerzen. Bring mir eine leckere Portion Stumpfwürmer von draußen. Und bring diese heulenden Klagegeister zur Ruhe. Ihr Geheule macht mich irre. Okay, heulende Klagegeister, Eisgegner. Ich bin Feuerschüler, was ist das? Krass, eingesammelt. Was bist du denn für ein Langfinger, Kevin? Nicht schlecht. Cool. Dann kämpfen wir jetzt mal ein bisschen gegen heulende Klagegeister. Ah, wie viel muss ich besiegen? 3, ne? Gut. Alles klar, dann gucken wir mal. Nein, 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 nein. Quatsch. Das hier wollten wir machen. Badouts. Und wenn es direkt klappt, dann wäre es geil. Ich glaube, wenn der Zauber funktioniert, werden die direkt tot sein. Aber er funktioniert nicht. Scheiße! Und damit zieht sich dieser Kampf wieder. Ja, die kann ich auch direkt hier wieder rausmachen. Ne? Ach, ist das bescheuert wieder. Ich könnte jetzt schon wieder reiern, ne? wenn der Kampf schon wieder so anfängt, dann ist schon wieder... Ach, Mann. Da ist der Wurm drin. Gut. Ach, guck mal, das ist direkt wieder. Sehr gut. Direkt jetzt noch mit einer plus 35% Verstärkung. Mädels, da müsst ihr euch nicht so aufführen. Das bringt euch jetzt eh nichts. Ja, ja, komm, ist gut. Ihr zögert euren Tod nur unnötig heraus. Manchmal muss man einfach kurz einen Prozess machen, dann ist es auch schnell vorbei. Kevin, heb deinen Zauberstab und zeig diesem Mädchen, was eine Harke ist. Steigerung 1017, da war mir doch klar, dass sie direkt kaputt gehen. Tada, noch einen. Aber ich muss mal gerade was machen, nämlich... So, wir machen das hier raus, weil wir es gerade nicht brauchen. Punkt. Es ist einfach so. Hi Mädels, die nächsten, die vermöbelt werden möchten. Na gut. Dann nehmen wir natürlich wieder eine schöne Verstärkung. Plung. Und was müssen wir gleich aufsammeln? Irgendwelche Sandwürmer oder wie war das? 68. Griselheim tut schon ganz gut so zwischendurch. Ne? Wenn du merkst, in Muhong, hui, wird doch mal ein bisschen schwer für mich. Also was heißt schwer? Aber anstrengend ist es einfach. Ne? Dann ist Griselheim eine nette Abwechslung. Man kann so ein paar, zwei, drei Gänge runterschalten und so hier ganz lustig vor sich hin kämpfen. Ohne Angst zu haben, es nicht zu schaffen. Okay, Mädels, und sagt Tschüss! So, und Stumpfwürmer müssen wir noch besiegen, holen. Aber ich markiere mir mal gerade hier die Position, dass ich hier gleich direkt weitermachen kann. Stumpfwürmer. In der Mirkholm-Feste. Das haben wir eine interessante Ecke hier, oder? So eine Fackel kann ich nicht zufällig auch mitnehmen? Nein, schade. Hm, könnte ich Gefallen dran finden, mir die Sachen anzueignen. Sagen wir, es ist eine Dauerleihgabe. Ich würde das ja irgendwann zurückgeben. Sagen wir mal, ich bin mit dem Spiel fertig. So in 3 Jahren. Da gebe ich die Sachen natürlich alle gerne zurück. Offscreen. Sag ich hier, Leute, hey, das habe ich mir mal geliehen. Könnt ihr zurückhaben, ich brauche es nicht mehr. Das mache ich, ja, klar doch. Ich bin einfach ein ehrlicher Bursche.
Wo sind denn die blöden Sturmwürmer? Und das ist ja voll die Armee hier. Schnell dran vorbei. Leute, ich habe gehört, dass euch die Folge... Ach, guck mal hier. Ach, ich musste nur einen einzigen holen. Ja, gut. Pada. Oh, nein! Ja, so dramatisch ist es jetzt auch nicht, wie ich tue, aber es ist nervig. Ach man, ihr blöden Mädchen da. So, komm, dann nehme ich mal gerade einen Schluck. Auch schon wieder leer. 5, 4, 3, 2, 1. Weiter geht's. Nein! Oh, du Trottel! Habe ich jetzt wenigstens bessere Karten hier? Nein, natürlich nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Komm, beenden. Ja, ich weiß, wenn es gleich irgendjemand sieht, dann kriege ich Ärger, werde ich vom Server gekickt oder gesperrt oder so. Dann wäre das Let's Play urplötzlich beendet. Das wäre nicht so toll. So, pass mal auf. Nein! Oh. Ja, komm, ist gut. Jetzt mach mal. Ach Mensch, ist doch nicht zu fassen, oder? So, und wenn ich jetzt die Tante gleich angreife, dann kommen nämlich die ganzen da wieder angeflogen. Und ich bin wieder nicht allein. Warum steht die überhaupt hier, wenn die sich... Guck, da kommt die nächste. Jetzt komm schon, Mädchen, mach voran. Damit ich meinen Zauber wirken kann. Ah, doch, geht. Sehr schön. Ja. Na bitte, wenigstens. Wenigstens klappt sie direkt mal auf Anhieb. Und tschüss. Mhm. Ekelhaft, wie die schreien. Oh, was haben wir denn da hinten? Da ist doch was versteckt. Eine Frostblume. Herrlich. So, mein lieber Herk hier. Jetzt kann ich in Frieden essen. Du hast Hunger. Du hast genug, wenn ich dir den Staub der Enthüllung geben soll. Muss ich dafür auch etwas Wertvolles bekommen. Der Anführer der Wölfe, Gard Düsterschreck, trägt einen goldenen Speer namens Golddämmerung. Ich gehe Gard und bring mir seinen Speer. Für so ein edles Geschenk gebe ich dir gerne den Staub der Enthüllung. Na gut. Wir markieren... Hallo? Hi zusammen, da bin ich wieder. Gerade ist das Spiel komplett abgestürzt. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was jetzt los war. Vielleicht sind es Stromschwankungen oder so. Denn, was ich gerade höre draußen, es gewittert. Hallöchen. Ja, richtig gehört. Wir haben jetzt, wo ich hier aufnehme, ich glaube, es ist der 18. oder so. Der 18. Februar. Ist der 18. Februar? Ich weiß gar nicht, wie viel ist heute. Lass mal gerade gucken. Der 15. ist. Wir haben den 15. Februar. Merkt euch das. Februar. Und es gewittert draußen. Ist das nicht total verrückt? So. Also, wir müssen jetzt wieder zurück in die Mirkornfeste, wo wir quasi auch sind. Aber an eine andere Stelle. Was ist das denn hier? Ach, ein Teleportationsstern. Und Teleportationsstern. Wo macht er uns denn hin? Guck mal, da ganz vorne muss ich hin. Tja. Zoom. Ah. Rabennarb. No Strand. Vestrilund. Niedervilje. Oh Mann. Ich kann aber nicht sehen, wo mich der Teleportationsstein hinbringt. Komm, wir probieren es mal aus. Uiuiuiuiuiui, jetzt bin ich aber noch weiter weg. Nee, dann müssen wir wohl oder übel zu Fuß gehen. Zu Fuß fliegen. Upsi. Komm, komm.
Ja, das hat mich jetzt eben etwas aus dem Konzept gebracht, dass das Spiel hier abgestürzt ist. Es gab mal... Ach, hier war ich auch schon einmal, glaube ich, ne? Nur ein einziges Mal. Finde ich, sieht gar nicht mal so uncool aus hier die Ecke, oder? Ist ja auch egal, was ich jetzt erzählen wollte. War nichts wirklich Wichtiges. Wo geht's denn da entlang? Boah, sind hier viele Wölfe unterwegs. Muss ich da hinten rein? Ja, ich muss da hinten rein. Ärgerlich. Also muss ich um diesen ganzen Wolfsclan drumherum schlawenzeln. Ach ja, Skal Schreckensbrot, den musste ich damals bekämpfen. Und hinein ins Rachen. Ins Rachen, ins Maul des Wolfes. Mondläuferspäher. Das ist aber eine coole Ecke hier eigentlich, oder? Mann, 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 hier ist aber viel gebacken, echt. Das ist ja völlig crazy. Hier was zu mitnehmen. Ne, ich könnte mich wirklich dran gewöhnen, hier Einrichtungsgegenstände mitzunehmen. Komm, wir gehen mal vorsichtig. Vorsichtig dran vorbei. Schnell, schnell, aber schön langsam. So. Düster Schrecks Höhle. Aber das, liebe Leute, das sehen wir wirklich erst in der nächsten Folge, okay? Wir sehen uns. Bis dann und tschüss.